Ich mach mal ein New Game, ja? Sensitivität von was denn? Das weiß ich nicht. New Game. New Game. New Game. Okay, play. Okay, hier wohne ich übrigens, ja, Braunschweig Weststadt, das ist meine Hood. Help find a person. 15 Jahre alt, ist abgehauen und kam nicht zurück, ist 173 cm groß, hat kurze, dunkle Haare, braune Augen, hat ein weißes T-Shirt an. Wenn ihr jemanden gesehen habt, 88000000000 oder 112, jeder kann helfen. Jeder. Auch wenn ihr den nie gesehen habt, jeder kann helfen. Bitte ruft da an. Ah gut, wir gehen mal nach oben. Wir müssen in den 64. Stock. Was soll da schon passieren? Es ist ein ganz normales Treppenhaus. Unser Großvater hat hier gewohnt. Ich erinnere mich noch, als wir klein waren, waren wir öfter mal hier. Ja, dass man seinen Müll nach draußen stellt, ist ganz normal. Nimmt man morgens mit zur Arbeit und bringt dann nach unten. Das ist ein ganz normales russisches Treppenhaus. Ach so. 64 Apartments? Ach so, wir sind schon da. Okay. Ich dachte 64. Stock. Es war Apartment 64. Es ist lange her, dass wir Großvater besucht haben. Warum hat denn das Kind eine rote Warze auf der Backe? Und die guckt uns genau an. Ich sehe das. Okay. Hier mit dem Waschzuber. Okay, gut. Hier fehlt ehrlich gesagt noch so ein Kackebaby im Waschbecken. Was? Ich will nicht so lange hier bei Opa sein, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wir suchen das Familienalbum, aber Junge. Lichtschalter. Den Licht... was ist denn... Das ist kein gutes Zeichen, oder? Und dass da irgendjemand atmet, ist auch kein gutes Zeichen. Oh, ein Schlitten. Ein alter Schlitten. Closed. Mit einem aufgemalten Schloss. Gut, dass wir das noch angefangen haben. Sehr, sehr gut. Ich mach nochmal hier im Flur, ne? Okay, Oma ist wieder normal. Oma, mach doch sowas nicht. Ich habe gerade ein Baby schreien. Ganz kurz habe ich ein Baby gehört. Oh oh. Schön, schön. Boah, ist das eine hässliche Puppe. Alter. Das war kein Jumpscare wegen Jumpscare, das war ein Jumpscare wegen Hässlichkeit. Junge, 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 Junge. Wer hat denn sowas hier um die Uhrzeit? Aber wirklich, ich hätte es nicht spielen sollen. Ach, guck mal. So sehen wir aus. Ich hole hier kein Familienalbum, ich hole Schutzgeld vom Opa. Was denn jetzt? Was ist denn? Ah. Mein RTL. Was war das denn? Du Scheiß, Tür zum Badezimmer gehst zu. Hallo? Kann man hier eigentlich sterben? Ja, was denn? Oh Mann, jetzt geht alle Türen auf. Gibt's hier ein Telefon überhaupt? Sag mal, mach doch mal das Licht. Lass doch mal das Licht an jetzt. Ich will jetzt eine Milch. Wieso ist denn hier plötzlich Haut und Gedärme und alles? Oder Gehirn? Oder ich weiß auch nicht was. Wie komme ich hier? Was mache ich? Oh!
Da hat wohl jemand wieder keine Pinky Gloves gekauft. Opa ist die Hartwurst. Ich will da. Okay. Shift to run, sagst du? Kann doch nichts machen. Das ist bestimmt die Puppe, oder? Guckt die uns jetzt an? Ih, der Blick! Ih, ich hasse diese Puppe! Ich hasse Puppen in Spielen! Ich hasse Puppen in Spielen! Du hässliche, widerliche Puppe! Opa ist die Hartwurst. Der wird sich gleich umdrehen. Gleich dreht er sich um. Der dreht sich gleich um. Da ändern sich schon die Farben. Der dreht sich gleich um. Oh ja, das ist SOS. SOS-Morsezeichen. Ja, ja, ja. Als ob die Puppe SOS morst. Ernsthaft? Ich... Die sieht so gut aus, die Puppe, ne? Die ist so furchtbar, einfach mit diesem offenen Maul. Die ist so widerlich. Die ist so ekelhaft. Muss ich da irgendwas machen bei der Puppe? Soll ich vielleicht den Lichtschalter mal umlegen? Die fuckt sich bestimmt ab, wenn ich ihn umschalte. Was sind jetzt schon wieder? Das Radio? Pinky Gloves. Oder Hartwurst, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist aber kein Blut, ne? Das ist, das sieht aus wie eine Masse. Ach, da war das Radio. Na, Puppi? Ne, lass mich bloß in Ruhe. Safing. Was war das denn? Ich gehe hier nie wieder raus. Was zum Teufel? Da bleibe ich lieber bei der hässlichen Puppe. Das ist ein Ohr da drin, ne? Ein Ohr und ein Finger und... 234901. Ach du Schnauze, guck mich nicht so an! Ich muss die ganze Zeit immer noch pinkeln, ne? Ich wollte es nur sagen. Was? Was? Also dieses Spiel ist nur unbehaglich, ne? Das ganze Spiel von vorne bis hinten ist einfach nur unbehaglich. So, darf ich auch mal als nächster?
Ich müsste halt echt Lulu. Ich muss ganz dringend Lulu. Könnte ich vielleicht... Vielleicht geht die Tür hinter uns zu, ne? Ja, natürlich. Der ist so widerlich. Oh, ist das ekelhaft. Ist das... Der ist so widerlich einfach. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, ganz ehrlich. Safe im Haus. Ist ein Safe im Haus? Geiles Geld drin. Wow. Okay, alles klar. Folge der Stimme und da passiert einfach gar nichts. Da passiert nichts. So, Folge der Stimme. Ich weiß, wer ein Auge hat. Vielleicht auch Zähne, ich weiß noch nicht genau. Ja, du nicht. Ich besuche ein... Psst. Okay. Ich besuche einen alten Freund. Hast du ein Auge? Nein, was? Nein, was? Der Onkel Doktor hat Termine frei. Hallo, mein Freund. Warte kurz. Der Onkel... War die nicht da, war die? Oh, der Onkel Doktor hat Termine frei. Oh. Wir werden ein Lächeln auf ihrem Gesicht zaubern. Aus ihrem Gesicht zaubern, meine ich. Habe ich mich vielleicht versprochen. Hallo, mein Freund. Mach mal auf die Beißerchen. Was für eine Kombination! Was ist denn das für eine Kombination, Alter? Alter! 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 Da ist die Altersvorsorge ganz kurz ein Stück näher gerückt gerade. Junge! Junge! Was läuft da falsch? Die Schnauze, Baby. Die Puppe hat echt schöne Augen, finde ich. Ja, das war einfach. Okay, wir kriegen einen weiteren Schlüssel. Ich weiß, wofür der ist. So. Guck mal hier. Was? Hä? Hä? Nee. Komm mir nicht so mit deinem Telefon. Ich frag mal hier, die sind bestimmt nett. Haben sie Streichhölzchen? Die gucken mich alle an, ne? Ja, bin berühmt. Selbstbefriedigung macht blind. Opa? Hast du unser Familienalbum? Opi? Er lächelt. Er lächelt und er hat eine Glühbirne in der Hand. Warte mal, er hat eine Glühbirne in der Hand. Die wird er gleich kaputt machen, ne?
Der sieht schon freundlich aus. Okay, ich bin ganz ehrlich, er sieht ein bisschen lustig aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist ein Horrorspiel, aber der sieht schon lustig aus. Komm. Das sieht ein bisschen so... Danke fürs Feuerzeug. Ne, ich komme mal mit rein. Welchen Stock müssen Sie denn raus? Ist immer schön im Fahrstuhl, ne? Ich treffe ja gerne Nachbarn. Und was machen Sie so? Hauptberuflich, meine ich. Boxer, würde ich vermuten, ne? Sind bestimmt sehr erfolgreich. Ich gehe dann mal, ne? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Freut mich immer, Nachbarn kennenzulernen. Das ist nicht Kai Pflaume. Ich hoffe, der schubst mich nicht gleich. Tschüss. Das war ein nettes Gespräch, ne? Das war wirklich freundlich. Jetzt wird's unfreundlich. Diese sexuelle Spannung im Fahrstuhl. Was? Jetzt sterben, alles nochmal von vorne. Was? Was macht denn Tobis Penis vorm Fenster? Opa, bitte hör doch auf jetzt damit. Ich will nur das Album, ich bin auch gleich wieder weg. Deine Wohnung ist mir egal. Deine Menschenopfer, bitteschön. Ich will nur das Familienalbum. Der stand da. Tja, das war's von mir und meinen Let's Plays und den Streams. Ich werde jetzt Landschaftsgärtner. Machen Sie's gut. Es war schön, Sie kennenzulernen. Tschüss. Auf dem Ohr? Ach da, auf dem Rohr, nicht auf dem Ohr. Entschuldigung. Oh, ich bin in Rente. Ciao. Bin jetzt Landschaftsgärtner. Tschüss.